Easy peasy, Jäger. In Ordnung. Du siehst nur noch meinen Staub, Trottel. Also, jetzt beleidigt er uns schon. Jetzt geht's aber. Und wir haben einen Könnerpunkt erhalten. Für was denn bitte? Für eine Rundenzeit? Ich glaube ja. Aber war so schnell, dass wir schon den Streckenrekord gebrochen haben. Das ist heftig. So, ach ja, wir müssen die Krebse zerstören, ne? Scheiße. Oh, Jäger hat schon einen zerstört, das ist schon mal sehr gut. Krebs weg. So, dann ist hier noch einer. Müssen wir uns erstmal da auf Priorität setzen, dass wir die Krebse zerstören. Da ist noch einer. Da ist noch einer. So, 5 Stück noch. Wo sind sie? 5. Scheiße, ich hätte springen müssen. 4, 3, 2 Stück noch. Dann können wir uns ums erste Erwerb kümmern. So, noch ein Stunt. Und der letzte müsste da unten sein. Genau. Ja. Yeah. Und vollen Schuh. Sehr gut. Oh, dann müssen wir uns nur noch erster werden. Easy cheesy. Ja, danach sammeln wir die Edelsteine. Ne? So, und Sprung, und Sprung, und Sprung, und Sprung, und kein Toro mehr schaffen wir nicht. Warum spawne ich jetzt hinten? Und warum ist der Jäger vorne? Das ist sehr schlecht. Der darf nicht gewinnen, nein! Nein, er gewinnt! Nein, er gewinnt! Nein! Scheiße, er hat gewonnen. Okay, dann nochmal. Juhu! Ja, fick dich doch. Ich probier's nochmal, du alter Kacklamm. So schwer war es jetzt auch nicht. Da ist mal die Krebse, ne? Dann können wir uns in der letzten Runde rein aufs Fahren konzentrieren. So. Krebs. Krebs verfehlt. Nicht schlimm. Ein macht Jäger platt. Das ist, finde ich, sehr gut. Dann holen wir uns, würde ich sagen, erstmal hier die Rakete. Ballern den ab. Den Kacksack. So, dreifach Salto. Jäger töten. Ja, auf den Skateboard schubsen, wie auch immer. Springen. Turbo machen. Haben wir genug. Edelstein sammeln. Auch gut. So. Dann ist da noch ein Krebs. Komm her. So, jetzt müssen wir irgendwie Turbo sammeln, weil wir müssen auf die Rampe da oben. Ja. Genau. So. Ach, da ist er schon, der letzte Krebs. Na, der hat den hier oben wahrscheinlich schon zerstört. Ja. Hier oben ist nämlich auch einer. Gut. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch das Rennen schnell beenden. Ohne dass Jäger uns einholt. Wie eben. Dazu machen wir auch einen Stunt. Ja, oder schießen erstmal die Rakete weg und haben kein Turbo mehr. Sehr gut. Dann nehmen wir uns als Reserve das Ding. Machen jetzt den restlichen Krebs davor noch alle. Mehr. Der gibt auch Turbo. Das wusste ich ja gar nicht. So, Edelstein noch mitnehmen. Und diesmal haben wir gewonnen. Verdammt, ich kann nicht, du mich geschlagen hast. Die ganze Zeit, in der ich dachte, dass du nach Eiern suchst, geübt haben. Ach, wo wir gerade davon sprechen. Einer der Krebse hat dieses Ei hier gehütet. Ja, gerne, her damit. Wir haben schon 2 Eier. Aiden. Ja, fehlen eigentlich noch 3 Stück. Ja, eins war von Ted oder Ed gekriegt. Wie ist denn der jetzt? So, und ja, den restlichen müssen wir noch suchen. Eins müsste noch so irgendwo zu finden sein. Gut, da oben war auf jeden Fall ein Leben. Das will ich haben. Genau. Das. Die Krebse, wenn ich mich nicht irre, geben die Edelsteine. Bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. So. Da oben ist kein Edelstein mehr. Hier geht es gerade nur noch um die Edelsteine. Mal gucken, wo die noch sind. Da ist noch einer. Den habe ich bekommen. Sehr gut. Da oben ist auch noch einer. Fuck. Egal, den haben wir.
Den haben wir bekommen. Ist hier noch irgendwo einer? Die Strecke ist ziemlich breit gefächert. Da unten? Ich hoffe, da unten ist keiner mehr. Ist hier hinter noch einer? Nee. Gut, den habe ich, denke ich mal, hier alle. Ich beende mal das Rennen. Und Sparks zeigt auch keine Richtung mehr an. Ich denke, wir haben hier alle. Gut, dann werde ich jetzt noch mal den Streckenrekord probieren zu brechen. Ist nicht relativ schwer, wenn man die Stunts gut beherrscht, ne? Wie man sieht. So eine gedrehte Limone, so ein Nasty Gnork, die bringen ordentlich Stunt-Power. Ja, Punkte und damit den Turbo, ne? Ordentlich Power. Ja, wenn man sich nicht gerade verkokelt. Ja, noch ein Stunt. Dann jetzt über die Rampe. Alter, fuck. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Naja. Egal, dann machen wir jetzt hier noch einen Stunt. So. Der hat nicht viel gebracht. Der hat ja wahrscheinlich jetzt nur als Flip gezählt, den Stunt. So, machen wir hier noch einen Nasty Nog oder so. Ja, der hat gut was gebracht, den Stunt. So, hier oben. Zack, aber ich glaube, den Schnecken, den... Ja, genau, den Schneckenrekord. Den Streckenrekord, den haben wir, glaube ich, schon gebrochen. Weil wir haben vorhin den Könnerpunkt erhalten. Ich bin mir ziemlich sicher, das war der Streckenrekord. So. Weil wenn man hier den Streckenrekord bricht, dann kriegt man nämlich einen Könnerpunkt. Und ich glaube, das war der. Weil er stand ja vorhin auf dem Bildschirm, ne? Ist bei mir. Müsste mal zurückspulen. Das war beim ersten Rennen gegen Greenox. Ich glaube, das war der. So. Deswegen, ich will nur auf Nummer sicher gehen. So, jetzt haben wir genug Turbo, nämlich die Abkürzung. Noch Krebs zerstören. Zack und zack und voll Rausch ins Ziel. So, Streckenrekord. Neuer Streckenrekord. 1,41. Ja. Das hätten wir. Jetzt haben wir den noch offiziell aufgestellt. Gut, dann war das jetzt der Bereich. Vorher will ich nochmal mit jeder Jäger reden. Du magst mich vielleicht Skatefahren schlagen, aber ich kriege trotzdem immer noch alle Mädels. Ja. Mir egal. Jäger ist ein Aufreißer, ja, man merkt es. Gut. Soll er das ja haben. Dann holen wir uns ja noch Edelsteine in der Pampe hier. Müssen wir mal gucken. Irgendwie, genau. Müssen wir hier wieder runter. Und zu diesem Schild. Irgendwie. Zu diesem Unverwundbarkeitsgedönse. Dann können wir nämlich in dem Gesülze da unten schwimmen. Was auch immer das sein soll. Giftige Pampe oder radioaktiver Müll. Was weiß ich. Wahrscheinlich beides. So. Da ist meine ich auch noch ein Ei drin. Müssen wir mal gucken. So, eins. 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 5, 5. So, gibt's hier noch welche? Sparks zeigt an, hier oben sind noch welche. Ah, hier ist das Ei. Chad. Das Ei habe ich jetzt durch Zufall gefunden. 85 Eier, ey. Mehr als die Hälfte. So, Sparks meint da... Unten, halt, da will ich hin. Genau, hier ist noch ein Edelstein. Und noch den Zusatzbereich, dann gehen wir da erstmal hin. So. Ja, genau, dann können wir da in der Pampe drin schwimmen. Mit dem Typen rede ich gleich, denn hier unten, sehr gut, hier unten ist noch so ein Ding. Hier unten sind nämlich noch Edelsteine. Ich würde sagen, sammeln wir die erstmal. Dun-dun. So, ein Ei war hier glaube ich nicht mehr, aber ein ja, Pot mit Edelstein. Oh oh, jetzt aber schnell zurück. Wo ist das Ding? Da! Das war knapp. Das war wirklich arschknapp. Also ich meine, da oben sind auch Edelsteine. Ja. Dann schwimmen wir einmal hier oben lang. So, ah, da sind noch welche. Unten ist dieses Fischmaul. Ich glaube, da ist dieser... Ne? Ja, genau. Einmal neu.
So, hier ist ein Schiffsmast. Ich glaube, hier ist auch noch ein Ei irgendwo. Müssen wir mal gucken. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Weil eigentlich dürfte es gar keine mehr geben. Ich glaube, der Fuzzi, ja, der gibt jetzt noch Eier. Ne? Sonst würde er da nicht stehen. Aber hier müssten genau noch Edelsteine drin sein. Und jetzt krepieren wir gleich, weil ich vergessen habe, das Ding nachzuladen. Ja, wir sind tot. Ja. Okay. Reden wir erst mit dem Fuzzi, würde ich sagen. Diese Gewässer hier waren mein Lieblingsort zum Tauchen, aber ich kann keine Beute machen, während diese U-Boote hier patrouillieren. Glaubst du, du kannst dieses U-Boot hier steuern, das ich für einen Apfel und ein Ei gekauft habe? Ja, wenn es dicht ist, wenn es auch von Apfel und Ei gekauft hast, und wenn es überhaupt fährt und ich da sicher bin, ja. In Ordnung, drück die X-Taste, um zu beschleunigen, und wenn ein U-Boot in Sicht kommt, stellt sich das Torpedo ein. Wenn du es genau im Visier hast, schieß mit der Kreistaste. Alles klar, kriegen wir ihn rein ins Schiff. In den Opel Kadett, oder was das hier sein soll. So, ja, auf geht's. Ja gut. Hätten wir das auch schon mal erklärt. Halt, komm her, du. Alter, dreht der um. Torpedo. Feuer. Und tschüss. Und tschüss. Sei easy. Und tschüss. Mist. Ich dachte, er trifft noch. Voller Konzentration hier wieder. Alter, dreht er einfach um. So, irgendwo war doch hier noch so ein Geldpott, ne? Genau. Heck. Sammeln wir gleich alles ein. Und zwar müssen wir hier die U-Boote zerbomben. So. Auf Wiedersehen. So, irgendwo muss jetzt noch das letzte... Ach nee, zwei fehlen noch. Zwei fehlen noch. Ich sehe nichts. Wo sind sie? Ah, da. Komm her. Da. Das Boot. So, ist hier auch noch was? Nee, also nur ein Durchgang vom Schiff. So, Boot 6 finde ich nicht. Wo soll hier noch ein U-Boot sein? Hallo? Ach, guck an. Durch Zufall. Komm her. Und tschüss. Das war's. Und Rinox tot. Wahnsinn. Du bist ein richtig guter U-Boot-Fahrer. Nimm doch dieses Ei hier als Belohnung. Gerne doch. Immer her damit. Ethel, Essel, Ethel, keine Ahnung. Alter, was sind das für Namen? Ich bitte dich nicht gern schon wieder um Hilfe, aber da sind noch mehr U-Boote, die wie aus dem Nichts aufgetaucht sind. Wenn du sie wegpusten könntest, könnte ich in diesem Säuresee wieder schwimmen gehen. Ja. Ohne Schutz oder was? Einfach so. Na dann. Alter Goldgräber, ey. So, auf jeden Fall, die sind nicht wie aus dem Nichts aufgetaucht. Die sind aus dem Nichts aufgetaucht. Ach, leck mich doch. Die haben deutlich schnellere Kurse, schwierige Kurse und legen Minen. Das mag ich überhaupt nicht. So. Zweites U-Boot. Weg. Drittes U-Boot. Weg. So, oben war das nächste. Komm her. Tschüss. So, drei Stück noch. Geht ja relativ schnell. Komm her. Alter, schwimmt das hier durch? Na, supi. Weg. Und da müsste eins rauskommen. Oder auch nicht. Wo ist es? Ich hab's doch gesehen am anderen Ende. Hat sich hier drin versteckt. So, du kommst weg. So, der kommt da raus.
Komm her. Die drehen immer um. Ich hasse das. Hinterher. Boah, wieder nicht. So. Komm her. Supi. Und tot. Her mit dem Ei. Endlich kann man im Säuresee wieder schwimmen gehen. Ich wünschte, ich könnte mich besser endlich zeigen, aber alles, was ich habe, ist dieses Ei. Na, vielleicht ist in dem was Besseres drin. Ach, genau. Du, bitte zieh ich nicht aus und geh da drin schwimmen. Wirklich. Dolores rät's dir auch. Oder auch nicht. Egal. Ich gehe jetzt jedenfalls schwimmen, jedenfalls nur mit dem Schutzding. Hier sind nämlich noch Edelsteine. Zack. So, und irgendwo war noch ein zweiter Geldpot. Flup! Da poppen sie auf. Oder werden von der Playstation geladen. Sehr hoch oben ist keiner mehr. Sparks zeigt an, hier ist nichts mehr. Also, können wir hier raus. Bevor der Schutz aufhört. Sehr gut. Ja, dann haben wir alle Eier, ne? Dann müssen wir jetzt nur noch hier die restlichen Edelsteine suchen. Wie ich sie da unten schon sehe. Heißt, ab zum Schutz. Weil ohne Schutz kann man da drin nicht schwimmen gehen. So, unten liegen auch noch welche. Wie viele liegen denn hier noch rum? Heiliger Bimba. Ich würde sagen, gehen wir gleich mal die erste Abzweigung rechts hier. Genau, hier sind noch welche. Zack, 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 zack.